Ja, jetzt haben die alle ihr Wegfindungssystem wieder angemacht und wackeln ihren Weg zurück. Was denn das hier? Bist einfach irgendeine Städterin oder was? Tatsächlich gammelt die einfach hier so zwischen den ganzen Gräbern rum. Steht auch nichts drauf auf den Gräbern. Naja. Was bist du? Aber bist auch so ein Trauernder. Habt ihr das gehört? Wir können jetzt Party machen mit dem Soldaten. Ich speichere mal vorher ab, weil ich glaube, das machen wir jetzt noch. Da habe ich jetzt irgendwie gerade voll Bock drauf, ein paar Goblins aufs Maul zu geben mit der Stadtwache. Wo ist der Hauptmann? Hauptmann? Egal, Quest erstmal. Triff Aurum am Turm, die Plünderer. Gib dem Hauptmann Bescheid. Wo ist der Hauptmann? Was hängt der denn da vorne rum? Darf ich diesen ganzen langen Weg bis zu dem Kerl hinlaufen? Alter, komm. Kollision und so. Das ist doch da unten, oder? Ah, nee, der steht oben hinter dem... Hinter dem, ne? Wir erinnern uns. Ich habe gerade voll das, schlechte Vertical Sync. Wobei jetzt... Na, es geht. Ab und zu habe ich noch ein bisschen Flimmern. Hm, komisch. Ach, ich freue mich gerade so. Ich mache jetzt mal vor Freude ein paar Fässer kaputt. Mit Vorkommen. Geld und Einbeersaft. Das ist doch das Beste, was es gibt. Zielwasser, cool. Zielwasser. Zielwasser ist ja eigentlich mehr so ein Witz. Ich weiß gar nicht, gibt es Zielwasser wirklich? Ich weiß, dass es Skiwasser gibt. Das ist so ein alkoholfreier Cocktail. Ja, aber das habe ich nicht gerade genau im Kopf, was der alles besteht. Ah, weißt du, letztes Mal, da habe ich jemanden richtig über den Tisch gezogen, habe ich gesagt, du bist von deinen Sünden erlöst, wenn du mir 300 gibst. Okay. Die rennen alle hier ihre Pfade entlang, damit die Stadt belebter aussieht, aber nehmen irgendwelche random Wege durchs Gras. Was ist denn hier los? Eine Jungfrau. Eine Jungfrau! Ich will auch eine Jungfrau. Bitte helft mir! Man will mich dem Ungetüm zum Fraß vorwerfen, obwohl ich nie etwas Unrechtes getan habe. Deine Haare stehen ab. Wie kann euch jemand... Wie kann man euch nur... Falls euer Opfer das Biest besänftigen kann... Nein! Nein, die gute Frau wird jetzt hier gerettet. Wie kann man euch nur dieser Bestie opfern? Ich werde diese Gräueltat auf keinen Fall zulassen. Das war die Idee des Bürgermeisters. Er hat Angst, dass die Bestie nach Talon angreift und verwüstet. Überzeugt ihn, dass ihr mit der Bestie allein fertig werden könnt. Dann werdet ihr mich verschonen. Also gut, ich werde mit dem Bürgermeister sprechen. Ey, du bist doch voll bescheuert im Hirn. Die Zeremonie darf nicht gestört werden. Ich hoffe, ihr habt gute Gründe. Wegen dieses Jungfrauenopfers. Es wurde einmündig vom Rat beschlossen, die Bestie mit dem Jungfrauenopfer zu besänftigen. Nur dann wird sie Talon verschonen. Als ob der Drache sich scheren würde, ob das jetzt eine Jungfrau ist oder hier der Bürgermeister. Mann, Mann, Mann. Das war ein jungfräuliches, menschliches Wesen. Ich werde der Stadt nichts antun. Mein Gott. Aberglaube ohne Ende. Das könnt ihr doch nicht tun. Die Bestie wird sich davon niemals aufhalten lassen. Beendet diese Possum und lasst dieses arme Mädchen frei. Ich werde Talon von dieser Bedrohung befreien. Ihr? Wie wollt ihr alleine mit diesem Ungetüm fertig werden? Was? Ist doch ein Scrollbalken. Wie wollt ihr allein... Hä? Wie wollt ihr alleine mit dem Ungetüm fertig werden? Nein, leider nicht. Die Zeremonie darf nicht gestört. Ich wollte mit euch über die Goblin-Plünderer sprechen.
Wegen des Jungfrauenopfers. Was? Habt ihr Beweise für eure Heldentaten? Nein, leider nicht. Hauptmann von Talon. Ah, ihr seid zurück. Seid ihr nun. Ich muss euch dringend wegen des Mädchens dort drüben auf der Klippe sprechen. Angeblich soll sie der Bestie vorgeopfert werden. Wir müssen diesem Wahnsinn sofort Einhalt gebieten. Da müsst ihr euch mit unserem sauberen Bürgermeister anlegen. Er hat den Stadtrat davon überzeugt, dass diese traurige Maßnahme, wer sie immer nennt, wie er sie nennt, erforderlich ist, um Talon vor dem Grimm der Bestie zu bewahren. Wegen der Goblin-Überfälle, die Talon. Seid ihr nun bereit für den Kampf? Ich habe gute Neuigkeiten. Ja, wahrhaftig? Das sind in der Tat gute Neuigkeiten. Wir sollten uns so schnell wie möglich auf den Weg machen. Ihr werdet die Führung übernehmen. Seid ihr bereit oder wollt ihr euch noch ein bisschen ausrüsten? Ich bin bereit. Das ist ja gut. Ah. Ah, cool. Das ging flott. Da seid ihr ja. Meine Männer haben schon ihre Stellungen eingenommen. Wir werden den nördlichen Zugang blockieren und ihr treibt sie von Süden in unsere Arme. Aber da gibt es noch eine Kleinigkeit, über die ich mit euch sprechen wollte. Normalerweise sag ich das zu dir, Mann. Ist das alles, was ihr habt auftreiben können? Eine Handvoll Soldaten der Stadtwache sollen ausreichen, um den Oger und seine Gefolgschaft zu erledigen? Dieser Elf hier behauptet euch zu kennen und will mit uns gegen den Oger ins Feld ziehen. Normalerweise bin ich ja über jede Hilfe dankbar, aber seine Anmaßungen können der Kampfmoral meiner Männer schaden. Ankoron, eure Rache gilt dem Oger, nicht den Menschen. Da habt ihr wohl recht. Es tut mir leid, dass ich euren Mut und eure Männer in Frage gestellt habe, Hauptmann. Es wird mir eine Ehre sein, an eurer Seite zu kämpfen. Entschuldigung angenommen, Ankoron. Lass uns jetzt unsere Kräfte nicht in dummen Streitigkeiten verschwenden. Der wahre Feind wartet dort unten auf uns. Zum Angriff! Vorgrim! Autoserve, ich wollte gerade sagen, bevor ich speichere, speichert das Spiel. Ja. Ich habe was von einem Oger gehört. Wo ist denn der? Ach, hier können wir ja auch wieder in Ruhe vergiften. Ja, mit Waffengift. Ich vergaß. Ja, ich lasse die jetzt einfach mal kämpfen. Ich meine, die sind so krass in der Überzahl. Wobei, Schamanin muss trotzdem erst ausgestellt werden da hinten. Die muss erst besänftigt werden. Einfach mal im Gebüsch stehen und gegen so einen Goblin kämpfen. Ach, das ist ein Gardist. Ja, die fallen wirklich einfach so wie alles Mögliche. Aber das Problem ist der Oger, nicht die Goblins. Ist die Goblins kleine... Oh ja. Ein paar. Alles die Berserker? Warte, da ist auch eine Schamanin dabei, habe ich gesehen. Wo ist die Schamanin? Da unten ist ein... Da ist die Schamanin, sehr schön. Die muss nämlich zuerst weg. Ich mach das schon. Ich kann keine Gegner gebrauchen, die sich selbst heilen. Leben zu Wüstenvorgrim machen. Beziehungsweise die Schaden austeilen durch Magie. Das ist ja eher unpraktisch für alle. Und noch eine Schamanin. Tja. Das waren, glaube ich, auch nur zwei insgesamt. So, komm. Ja, meine ich. Den Vorgrim, sage ich schon. Den Berserker, den wirst du jetzt wohl fertig kriegen mit ihm hier zusammen. Mit dem Hauptmann auch zusammen. Der Hauptmann, der gibt es ja auch ordentlich.
Der steht auf und ist gleich tot. Das ist lustig. Naja, eigentlich nicht. Doch, es ist lustig. Das erinnert mich bei Stronghold Crusader. Wenn man da die Löwen anzündet, während sie gerade liegen, dann stehen die kurz auf, damit die Verbrennanimation gestartet werden kann. Also es ist praktisch, es ist ja 2D, das Spiel. Stronghold Crusader. Also das sind Sprites und keine 3D-Modelle. Und dann gibt es halt praktisch die Animation liegt und fällt um. Also kippt so um, seitlich, während es schwarz verbrennt. Und das ist halt, naja, steht extra auf und dann zusammen. Schon irgendwie lustig. Gut, also meine Recken, die sind gerade dabei zusammenzuklappen, merke ich. Alle vier, ja. Das habe ich jetzt überhaupt gar nicht erwartet. Dann laden wir mal den Autosave. Und hoffen, dass es diesmal besser geht. Das war ja also krass. Habe ich überhaupt nicht mit gerechnet, dass sie so schnell kaputt gehen. Ich glaube, ich werde ein bisschen defensiver jetzt spielen. Ich kann ja versuchen, ob ich Rulana diesmal als Bogenschützin hinstellen kann. Jetzt kommt hier der Map Change. Ah ne, ist kein Map Change. Da ist diese Höhle. Und da hinten ist die... der Turm. Rulana kriegt jetzt ausnahmsweise mal hier ihre Armbrust ausgerüstet. Ach, Inventar ist voll. Kannst mich mal. So. Und Bolzen. Aber du darfst natürlich nicht angegriffen werden, ne? Ja, so ist gut. So geht das. Hilf mal hinten dem Gardisten. Oh ja. Das war nicht schlecht. Dem auch noch. Ja. Wie die Fliegen. Ah ja. Like a fly. Seht euch vor, von dort unten kommen noch mehr. Das ist gut zu wissen. Denn diesmal heile ich mich vorher. Ich versuche mein Bestes. Ja, aber du nimmst nur einen Besaft. Du brauchst nicht gleich übertreiben. Jetzt geht ihr mal runter auf die Schamanin. Das ist wichtig. Die Schamanin müssen zuerst weg. Bei meiner Axt. Ich habe jetzt mal einen Befreiungsschlag, weil ich glaube, dass sie sich jetzt erstmal da versammeln werden, alle zusammen. Wichtig ist halt, dass die weg sind. Das ist... Och, Vorkram ist schon down. BZW tot. Gute Entscheidung.